Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Projekt von mir. Und zwar heißt das Zurück in die Zukunft oder Back to the Future. Und das ist jetzt, ich weiß, es gibt das schon ein paar, aber ich würde das trotzdem auch gerne so selber auch noch machen. Und zwar werde ich alle Versionen von Minecraft, die es gibt, durchgehen und einfach mal zeigen, was es da alles gibt. Und einfach so ein bisschen spielen halt. Und das hier ist die allererste Version, das ist die Old Alpha RD irgendwas, irgend so eine Zahl. Das ist die allererste Version von Minecraft, die veröffentlicht wurde. Und ich kann mich jetzt noch mit WASD so herum bewegen. Oben steht, so in der Leiste steht nicht Minecraft oder so, sondern einfach nur Game. Als ich beim Launcher auf Play gedrückt habe, hatte ich einfach dieses Fenster geöffnet hier. Und bin direkt hier in der Wall gespawnt und konnte nichts auswählen oder so. Also es war wirklich noch gar nichts fast. Und ja, so beginnt man halt. Und da ist es noch anders. Mit Rechtsklick baut man ab. Also einfach nur draufklicken und es verschwindet. Und mit Linksklick baut man. Cool, man kann auch noch Blöcke in sich bauen. Okay, sehr cool. Ja, backt halt noch einiges rum und kann nicht viel machen. Alpha-Version halt. Und dann, ja, könnte man zum Beispiel einfach so was bauen und dann. Und bei der Wiesenschicht ist alles Wiese und darüber und drunter ist alles Cobblestone sozusagen, wie wir es kennen. Ich kann mich hier auch einfach mal so runterbauen und wenn man sich länger einfach nur runterbaut. Oh, ich habe gerade irgendwie urwenige FPS. So komisch. Wenn man sich einfach nur so runterbaut, kann man sich eine Weile halt so runterbauen. Dann fliegt man irgendwann einfach aus der Welt. Ich habe noch nicht ausprobiert, ob es da ein Ende gibt, also ob dann die Plattform irgendwann einfach aufhört. Aber auf jeden Fall fliegt man hier jetzt unendlich weiter, glaube ich. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns gleich in der nächsten Aufnahme, also in der nächsten Version. So, jetzt sind wir schon in der nächsten Old Alpha und immer noch RD irgendeine Zahl. Man sieht direkt, hier springen jetzt da irgendwelche Leute rum. Das sieht sehr gruselig aus. Noch immer alles gleich, wie es aussieht. Also da weiß ich nicht, was sich alles verändert hat, aber man sieht auf jeden Fall sofort, dass hier die Leute herumspringen. Sieht sehr lustig aus, finde ich. Ich weiß nicht, ob es da noch viel zu sagen gibt. Sonst ist noch alles gleich wie bei der allerersten Old Alpha RD irgendeine Zahl. Ja, dann würde ich sagen, eben sehen wir uns wieder in der nächsten Version. Also später, ab den Versionen, wo man richtig spielen kann, werden einzelne Parts mit den einzelnen Versionen kommen. Aber jetzt, da wo es noch so wenig zu tun gibt, wird einfach noch nichts sein, sondern einfach nur mehrere Versionen halt in einem Video. Und dann sehen wir uns in der nächsten Version. So, jetzt sind wir auch schon in der dritten Old Alpha RD irgendwas. Und wir sehen direkt, da springen immer noch diese Leute rum. Allerdings ist jetzt Cobblestone und es ist Vollbild geworden übrigens. Und oben rechts ist so ein Icon von Stern. Ach ja, übrigens wollte ich noch sagen, man muss einfach nur Escape drücken und das Spiel schließt sich, bei den ersten zwei Versionen zumindest. Ansonsten ist es noch gleich, also jetzt ist überall, oh, und es kommen auch schon Partikel, wenn man was abbaut, das ist auch schon cool. Da kommen schon super Partikel. Ja, Leute springen noch rum, aber seltener. Man kann immer noch sowas bauen, also so mit demselben Prinzip. Und in der Mitte ist so ein Kreuz. Das habe ich beim Vorhin ja auch schon sehr vermisst.
Und ja, sonst ist noch alles gleich. Dann sehen wir uns gleich in der nächsten Version. So, jetzt sind wir schon in der letzten Old Alpha Minecraft RD. Danach kommt Old Alpha C irgendwas. Und jetzt direkt, also es ist wieder im Fenstermodus. Und mir ist direkt aufgefallen, ich habe viel mehr FPS. Es läuft viel flüssiger und alles. Das Kreuz in der Mitte ist mehr sehbar. Man kann die Blöcke auch weiter weg jetzt da so angreifen. Also hier finde ich das schon wesentlich besser. Es läuft flüssiger und alles. Also das hier ist top jetzt da schon im Vergleich zu den anderen. Kann man Blöcke noch in sich reinbauen? Ja. Aber das ist ja nicht schlimm. Ich finde es hat sich. Also das finde ich jetzt schon extrem, wirklich extrem, extremst besser als das davor. Es ist einfach flüssig, weil vorhin hatte ich immer nur so 10 FPS oder so, jetzt habe ich gleich 30, also ich habe maximal 30 FPS eingestellt, deswegen habe ich nur 30. Die Leute, die hier rumspringen, scheinen glücklich zu sein. Ich bin auch glücklich, dass es jetzt da cool ist. Eigentlich finde ich. Also ich finde, hier kann man schon, wenn man nichts anderes zu tun hat, etwas bauen. Es zwar, dass es nur diese einen Block hat gibt, aber sonst finde ich das eigentlich schon die erste Version, wo man halbwegs etwas machen kann. Das ist die letzte Alpha irgendwas RD-Version. Ich weiß gar nicht, wie lange das Video geht, aber ich schätze, es kommen noch ein paar. Auf jeden Fall, wir sehen uns in der nächsten Minecraft-Version. So, jetzt sind wir auch schon in der nächsten Alpha Minecraft-Version. Jetzt ist die Old Alpha C0.0 irgendwas. Und irgendwie ist das komisch. Also, die Fenstergröße hat sich schon verändert. Also es ist jetzt ungefähr so wie das heutige, also die Größe. Nur irgendwie ist rechts das so abgeschnitten, so blau. Und jetzt da steht da oben auch die Version. Ich sehe das noch nicht wegen den FPS, die dort stehen. Die FPS stehen dort auch, 30 FPS, ja. Und 0 Chunk Update. So eine Mini-Änderung. Kann man einfach runterfallen? Ja. Schauen, ich weiß gar nicht, was passiert, wenn ich jetzt runterfalle, ob ich dann wieder oben hinkomme oder ob es das einfach war. Jeden Fall würde ich eigentlich sagen, dass es sogar diese Version eine Verschlechterung war, weil da rechts dieses abgeschnitten ist. Aber ja, muss halt nicht immer etwas Besseres sein und ja. Wir sehen uns in der nächsten Minecraft-Version. Jo, jetzt sind wir auch schon in der nächsten Version. Minecraft Old Alpha C0. Punkt irgendwas. Am Anfang ist direkt aufgefallen, es war kurz dieser Ladebildschirm mit Loading Chunks und alles. Und es ist jetzt auch wieder der Fehler, dass rechts so blau ist, weg. Und es waren vorhin auch mehrere Chunk-Updates. Cool. Wenn man, da sieht man die Blockvorschau. Jetzt kenne ich mich nicht aus. Jetzt kenne ich mich aber überhaupt nicht aus. Irgendwie, wenn ich einen Block hinsetze, dass der dann. Maustaste drücke, also rechte, dann sehe ich die Blöcke, wo ich hinschaue, wie die dort sein würden, kann die aber nicht setzen. Vielleicht irgendwas, was man drücken kann. Ach. Das finde ich auch cool. Auch wenn es unpraktisch ist, finde ich das cool. Man kann, also so, man baut mal mit Rechtsklick jetzt ab. Und wenn man Linksklick drückt, dann sieht man immer, wie die Blöcke aussehen würden, wenn man drückt. Und dann tut man mit Rechtsklick bauen und nicht abbauen. Und dann kann man halt sozusagen immer wechseln zwischen abbauen, Rechtsklick und dann wieder hinbauen. Und ich finde das eigentlich recht cool und es läuft auch flüssig. Und man kann jetzt auch so Blöcke bauen und dann wieder abbauen. Und das finde ich eigentlich. Mir ist aufgefallen, die Welt ist auch so, wie es eigentlich war. Das habe ich am Anfang mir eigentlich nicht gedacht, dass die Welt dann auch so bleibt. Ich hätte mir gedacht, dass dann immer eine neue Welt ist und dann halt immer dieselbe, dass da nichts gespeichert wird, aber schon mal auch eine coole Sache auf jeden Fall. Ich schau mal kurz, was da hinten ist. Ob da noch irgendwas ist.
Weil irgendwie sieht das aus wie Wasser. Aha, man kann jetzt dann nicht mehr rausgehen aus diesem Gehege, man kann nicht rausfallen. Ach ja, und die Springmännchen sind noch weg. Oh, die waren so süß. Und da unten, also ich kann hier nicht weitergehen. Und da unten ist anscheinend Wasser mit Bedrock. Also sieht für mich zumindest so aus. Und ja, ansonsten, das finde ich eigentlich recht cool. Aber, und dass man da auch nicht runterfallen kann. Aber in dieser Version gibt es halt wirklich noch nicht viel Neues und kann man auch nicht wirklich viel dazu sagen, ob es gut oder schlecht ist. Sind halt so Mini-Änderungen, die es jetzt nicht mehr gibt. Und ja, also ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall einfach mal in der nächsten Version. Also ich weiß gar nicht, wie das lang in das Video geht. Es kann sein, dass ich jetzt da einfach zu viel aufnehme, weil ich muss das so und so alles zusammenschneiden. Und es wird dann wahrscheinlich ungefähr 15 Minuten lang werden, das Video. Und ja, es kann sein, dass ich sagen, wir sehen uns im nächsten in der nächsten Version und dann höre ich einfach ganz auf, also dann ist das Video aus und dann geht es im nächsten Video einfach weiter. Das liegt daran, dass ich immer einzelne Schnipsel aufnehme und dann zusammenschneiden muss und nicht Pause drücken kann, weil ich immer ein neues Spiel öffne. Und ja, das geht dann halt eben so nicht, dass ich dann einen Stopper machen kann, wie lange insgesamt ich jetzt schon aufnehme. Wollte ich nur so anmerken. Aber wir sehen uns hoffentlich in der nächsten, in Minecraft-Version. Oh, und was auch noch zu dieser Version gehört, mir ist gerade aufgefallen, man kann Escape drücken und dann Game-Menü kommt, also schon sehr cool, schon extrem viel. Man kann Save-Level machen und dann Getting Level List. Okay. HTML. Dann Load Level. HTML. Ah, jetzt kommt Generating Level und Raising. Macht. Routing. Also man kann immer was bauen und dann eine neue Welt machen. Schon mal sehr cool. Die Version braucht jetzt eigentlich relativ viel. Also ich glaube, da ist jetzt schon einiges dazu gekommen. Carving auch nochmal. Vielleicht ist auch unter der Erde einiges dazu gekommen, weil es dauert ja jetzt wesentlich länger. Melting, nochmal Raising. Bald. Warum dauert das so lange? Oder es gibt irgendein Problem, weil es kommen ja die ganze Zeit dieselben Meldungen. Ich werde jetzt einfach einen Cut machen. Wenn etwas noch kommt, dann werde ich das jetzt dann reinschneiden noch. Und wenn nicht, dann würde ich schon mal sagen, das war's für den Part von Back to the Future. Zurück in die Zukunft heißt es deswegen, weil ich beginne von der Vergangenheit und gehe jetzt dann zurück in die Zukunft, also in das Jetzige und was dann halt danach kommt. Oh, es funktioniert. Das war nur die alte Welt. Okay, das ist ja cool, aber jetzt gibt's, es sind 5 FPS, sieht man ja. Aber es gibt wirklich einiges dazu und zwar eben eine richtige Welt und Gras und Höhlen und alles. Und baut man noch so ab. Ah, und es ist noch das Bauprinzip dasselbe. Aber man kann immer noch nur Stein bauen. Okay. Und Wasser gibt es auch. Würde es nicht so laggen, dann würde ich hier gerne noch etwas mehr machen, weil ich das richtig cool finde eigentlich. Aber mit den Lags ist das nicht möglich gerade, leider. Aber ich finde das jetzt schon richtig cool eigentlich, die Version. Und da gibt es jetzt auch mehr, ja. Also ist ja noch immer noch dieselbe Version.
Ich schaue jetzt noch kurz Richtung Wasser. Ah, jetzt habe ich 10 FPS. Geht schon besser. Ich will mal sprinten oder das Inventar öffnen. Wahrscheinlich wird es wieder so abgeschnitten sein und dann kann man da nicht hin, glaube ich. Man kann sogar schon schwimmen. Wie krass ist das? Ah, okay. Und das Wasser fließt sogar nach. Alter. Und ja, da ist dann so eine Grenze, so wie vorhin auch. Und jetzt geht es auch wieder mit den F von den FPS. Oh, jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall, hier hat sich einiges getan. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part von Back to the Future. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne eine Bewertung da lassen. Würde mich sehr freuen. Und ja, bis zum nächsten Part oder nächsten Video und